Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Kategorie Spielzeug. Was ihr hier seht, ist also, ich finde es cool, es ist aber für den Praxisgebrauch vielleicht, ja, eher mehr im Bereich des Wohlfühl- bis Spielzeugs, Ausrüstung einzuordnen. So, wenn also jemand meckern will, voll unnötig, ja, schon, aber ich finde es trotzdem lustig. Deshalb habe ich gedacht, ich zeige es euch mal schnell. Tut ja nicht weh, also zumindest mir nicht, euch vielleicht schon, und dann solltet ihr aber jetzt schleunigst abschalten. Das ist von der Firma CRKT, die bauen unter anderem auch Messer und sonstige lustige, ja, Spielsachen, muss man fast sagen, und Waffen. Also wirklich Waffen, also jetzt nicht Spielzeugwaffen, sondern wirklich Waffen. Aber unter anderem eben auch dieses Ding hier, und dieses Ding nennt sich Powercord Survival Bracelet Accessory oder nur Powercord Bracelet Accessory oder was auch immer. Jedenfalls ist das ein, ja, Aufsteckzubehör für Paracord. Ja, primär Armbänder. Ich habe es auch mal versucht, am Hut zu montieren. Das wird niemanden überraschen, der mich auch nur ansatzweise kennt. Aber für den Hut ist es ein bisschen zu klobig und ein bisschen zu, ja, grob. Ihr seht ja, wenn ich es in der Hand halte, wie groß das Ding ist. Wiegt, ich glaube, Herstellerangabe irgendwas 35, 40 Gramm, irgendwie sowas. Also, ich sage mal so, man merkt es nicht nennenswert, wenn man es am Handgelenk hat. Kommt gleich noch zu, wie das funktioniert. Man bemerkt es allerdings schon, wenn man es am Hut hat, dann fällt das schon negativ auf und geht einem auf den Keks. Deshalb ist das nicht wirklich eine Option. Diese Teile gibt es in mehreren Varianten. Was ich hier habe, ist die voll ausgestattete Variante mit allen drei Funktionen, die theoretisch zu haben sind. Es gäbe auch noch eine Variante, die hätte jetzt hier nur diesen Bereich plus den Kompass in der Mitte, und es gäbe eine Variante, die hätte nur diesen Bereich plus den Kompass in der Mitte. Und hier haben wir eben das Ding mit beiden Funktionen, weil wenn schon, denn schon. Wiegt natürlich dann auch noch mal ein bisschen mehr. Eine nur eine Funktion Variante wäre auf jeden Fall leichter. Jo, was kann das? Das hat im Prinzip drei Funktionen. Es hat einmal einen kleinen Feierstil, zu dem kommen wir gleich, und es hat eine Taschenlampe! Yeah! Also primär wegen der Lampe habe ich das Ding cool gefunden, weil ich es eigentlich haben wollte, um zu gucken, ob ich einen Hut dran kriege. Wer sich an mein letztes Hut-Update erinnert, weiß, dass mein Hut ja die großartigen Funktionen hat, auch einen Kompass zu besitzen, auch einen kleinen Feierstil eingebaut zu haben. Was ihm aber fehlt, ist eine Lichtquelle. Und die Idee einer Lichtquelle am Hut, also so quasi fest installiert, klar habe ich auch eine Lampe, die ich mir direkt an den Hut ranklippen kann, aber die ist halt nicht fest installiert, die muss ich erst mit mir rumschleppen. Und deswegen fand ich die Idee einer fest installierten Lichtquelle cool. Ja, das Ding ist für eine kleine Miniatur-LED wirklich ziemlich hell. Das war es im Wesentlichen schon. Aber jetzt ist dieses Teil ja irgendwie dafür gedacht, an Paracord-Armbändern befestigt zu werden. Und dafür braucht man natürlich ein beliebiges Paracord-Armband. Also dieses Ding hier habe ich mir mal selber gemacht. Das ist jetzt eins mit Verschluss. Kann man an dem stümperhaften Versuch, das hier einigermaßen schön festzumachen, erkennen, dass es selbst gemacht ist. Ja, so stümperhaft ist das jetzt auch nicht. Also, jetzt will ich mal nicht zu viel an mir selbst rumnörgeln. Und das Schöne ist jetzt, man kann dieses, ja, Zubehörteil mit etwas Mühe, ach so, klar, erst hinten aufmachen natürlich, dafür ein Stückchen verschieben, wo das kleine Schlösslein hier drauf sitzt, ne? Und dann ist es offen und dann kann man dieses Teil da irgendwie, naja, dann ist es mehr oder weniger offen und dann ist es eine gewisse Fummelerei, bis man das offen hat. Hilfreich ist natürlich dann ein Messer und dann kann man das so aufmachen, und hier drin, seht ihr, ist so ein Pin, der hält dann quasi das Ding, wenn es am Armband steckt, an Ort und Stelle, und jetzt kann man hier ein entsprechendes Armband durchfädeln. Da ist übrigens noch relativ viel Platz, wenn man also so ein Standard-Paracord-Armband, wie ich hier habe, verwendet, sitzt das relativ locker und da ist schon ziemlich viel Spielraum. Gedacht ist es, also gebaut ist es ursprünglich für
die Parasong, also ein Paracord-Armband mit eingebauter Drahtsäge vom gleichnamigen Hersteller. Hier übrigens auch noch mal zu sehen. Ne? Ja, dafür ist das Ding eigentlich gebaut und die ist ein bisschen dicker und ich vermute, dass das Ganze dann auch noch mal ein bisschen, sagen wir mal, weniger Spiel hat, wenn man das dann so dran macht. So, jetzt geht die Fummelerei wieder los, das hier festzukriegen. Yippie. Ja, und dann da noch ein wenig drehen. Und dann sitzt das aber eigentlich ganz gut, zumindest von der Position her ist es dann nicht mehr großartig zu verschieben, also außer mit massiver Gewalt, die ich jetzt hier nicht anwenden möchte. Sieht dann so aus. Und jetzt kann man das Feuerstählchen nochmal reinmachen. Und dann sieht es so aus. So, was mir an diesem Teil jetzt mal abgesehen davon, dass es halt eben so kleine lustige Gadgets mir grundsätzlich generell gefallen, gefällt mir an dem Ding jetzt schön, dass es relativ, ja, nachhaltig ist. Man kann das Ding also tatsächlich benutzen und nicht nur so zum dabei haben, falls das mal wirklich irgendwie die Zombies los sind und solche Späße, sondern man kann es auch wirklich benutzen. A, weil der kleine Feuersteel hier dann doch gar nicht so winzig ist, dass man sich nicht trauen würde, den überhaupt zu verwenden, weil er nach dreimal ja, benutzen schon verbraucht ist, sondern den kann man schon ein paar Mal verwenden, ohne dass er gleich weg ist eben. Und zweitens, die Lampe, die ist wiederbefüllbar mit frischen Batterien. Also sprich, wenn sie mal leer ist, dann kann man sie austauschen, die Batterien. Ich schreibe euch gleich hier auch wieder mal per Fließtext unten hin, welche Batterien da reingehören. Kann man hier entsprechend aufschrauben, kann man hier oben dieses kleine Dingelchen hier wegschrauben und dann da auch oben das Ding wegdrehen. Ich habe mich jetzt noch nicht getraut, da allzu sehr dran rumzufummeln, weil ich kenne mich. Wenn ich sowas mache, ist es danach kaputt. Ich müsste mir also zum Batterienwechsel wahrscheinlich jemanden suchen, der das dann auch kann. Naja, vielleicht würde ich es auch hinkriegen, weiß ich nicht. Steht in den Sternen. Ja, das gefällt mir super. So, und so schaut das dann aus, wenn man sich es entsprechend an der Hand montiert hat. Dadurch, dass das Ding doch relativ klobig ist, würde ich fast behaupten, dass das bestimmt sehr unangenehm ist unter einem gewissen Mindestdurchmesser eines Handgelenks. Ich habe jetzt für einen Mann jetzt auch nicht wirklich dicke Handgelenke, kann ich leider wirklich nicht behaupten. Ich hätte ja gern dickere, wenn man sich die nachrüsten könnte. Aber da das nicht der Fall ist, muss ich halt damit klarkommen. Und da muss ich schon sagen, es nervt ein bisschen. Es ist schon wirklich, auch aufgrund des relativ hohen Gewichts von dem Teil, man spürt einfach, dass es da ist. Man kann es theoretisch natürlich auch da unten befestigen. Dann spürt man erst recht, dass es da ist, weil es dann bei dieser Bewegung auch ein bisschen stört. Und ja. Ich denke mal, man wird sich dran gewöhnen können. Das ist vielleicht ganz ulkig, wenn man sich das wirklich nur zum Wandern dann halt kurz anklipst. Oder nur, wenn man jetzt mal kurz in die Natur geht, sich das Ding dann anklipst, damit man dann so ein kleines bisschen Mini-Mini-Mini-Ausrüstung dabei hat. Ist jetzt im Sommer, habe ich festgestellt, von daher ganz lustig, dass wenn man ja unter Umständen nur mit Badehose mal bekleidet in der Gegend rumrennt oder ja, eine sonstige super leichte Sommerhose anhat, in die man jetzt nicht viel Ausrüstung reinbekommt. Solche Hosen trage ich ja wirklich nur 4, 5 Mal im Jahr höchstens. Aber dann ist es dann ganz ulkig, wenn man zumindest sagen kann, oh, ich brauche ein bisschen Ausrüstung und klippt sich dann dieses Ding ans Handgelenk und hat es dann dabei. Für so kurzzeitige Eskapaden funktioniert das schon ganz gut. Was mich dann allerdings noch ein bisschen nervt, ist, dass dieser Fire-Stil, das heißt, naja, ein bisschen nervt, das finde ich schon relativ schlecht gelöst. Der sitzt arg locker. Also man kann den wirklich sehr easy peasy rausnehmen und man kann ihn auch verlieren. Das habe ich auch schon geschafft, dass er mir einmal von dem Ding runtergefallen ist bei so ganz normaler, ja, alltäglicher Nutzung. Hab mal versucht, 24 Stunden mit dem Ding in der Gegend rumzurennen. Also einfach mal im ganz normalen Alltag zu testen, verliert man den Fire-Stil und ja, tut man. Also habe ich hingekriegt. Kann euch gar nicht mehr sagen, wann genau, aber irgendwann war er weg. Ich habe ihn dann wieder gefunden. Das ist ein bisschen doof. Ich würde demzufolge dann vorschlagen, dass man sich den irgendwie vielleicht mit ein bisschen Panzertape hier an dem Bereich nochmal irgendwie fixiert. Man könnte auch hier in das Loch quasi oder um die Öffnung drumherum doppelseitiges Klebeband draufkleben und dann halt nochmal ein kleines Löchlein reinpieksen, dass man den dann auch reinstecken kann. Ich denke, das würde auch relativ lange Zeit halten, wenn man ihn nicht ständig rein und raus friemelt, den kleinen Fire Steel. Ja, das ist auf jeden Fall so
einer der Nachteile von dem Teil. Cool finde ich, dass wenn man das Ding hier so quasi am Handgelenk montiert hat und dann die Lampe irgendwann anbekommt, was, wenn man in die falsche Richtung dreht, eine Weile dauert, das ist auch halt eben sowas. Das ist jetzt nichts für Zack, Licht. Also eine Zack-Lichtfunktion gibt es nicht. Es gibt nur eine Dreh, 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 Dreh und dann irgendwann Lichtfunktion. Zur Reichweite der Lampe muss ich sagen, es reicht auf jeden Fall, um nicht irgendwo in ein Loch reinzufallen. Also wenn man damit des Nächtens im Walde unterwegs ist, habe ich auch ausprobiert. Man kann schon sehen, wo man hintritt. Zur nennenswerten Orientierung, was ist da hinten in 30 Meter Entfernung, das funktioniert dann nicht mehr. Also das ist dann wirklich so ein, ich weiß grob, wo es heimgeht und will halt einfach nicht ins Loch treten. Notlicht. Oder ich suche irgendwie Schlüsselbund oder ja, lasst euch was einfallen. Ja, und dann fällt mir nicht mehr großartig viel dazu ein, was man da noch sagen könnte, außer wir probieren mal den Fire Steel aus. Weil das ist ja oft so bei solchen vergleichsweise spielerischen Gadget-Dingern, dass die einzelnen Bestandteile nicht allzu viel taugen. Achso, und zum Kompass muss ich nochmal sagen, falls ich es nicht schon getan habe, der zeigt auch wirklich nach Norden. Und zwar relativ schnell. Jetzt zur Verwendung von dem kleinen Fire Steel muss man natürlich sagen, man muss zusätzlich noch irgendeinen gescheiten Zunder mitführen, wenn man damit was anfangen möchte. Oder halt eben schnell einen finden, kurzfristig. Und was man dann halt unbedingt wirklich auch noch irgendwie mitführen muss, ist irgendwas, um den Firesteel dann auch zu striken, wie das dann so schön im Fachjargon ja heißt. Und ich nehme jetzt mal spaßeshalber zu Testzwecken hier so einen Superzunder. Das ist übrigens das Modell Magnesium Fire Steel. Das könnt ihr jetzt hier vielleicht schon an den einzelnen Krümeln sehen. Man kann also Material abschaben, das dann in das vorbereitete Zundermaterial reinfällt und dann das halt theoretisch noch leichter entflammbar macht. Ich persönlich mag die Variante von Fire Steel nicht so. Ich habe lieber den sogenannten Mischmetallstab, wenn ich die jetzt überhaupt richtig auseinanderhalte, der einfach nur Funken erzeugt, bei dem man überhaupt kein Material abschaben kann. Der aber leichter eben zu zünden ist. Diese Dinger hier, die zünden relativ schwierig, wie ihr seht. Dafür habe ich jetzt einen ganzen Haufen Magnesiumspäne da drin liegen. Könnt ihr gleich mal gucken. Das war aber nicht der Plan. Der Plan war jetzt schon, bereits einen Funken zu erzeugen. Ich tue mich mit der Sorte eben noch schwer. Da habe ich wenig Erfahrung. Na toll. nur mal kurz zwischendurch zu Demonstrationszwecken. Zack. Also kann schon Funken erzeugen. Ist nun wirklich nicht ganz so einfach. Außerdem ist halt ein bisschen kurz. Noch vergleichsweise lang, wenn man sich andere Miniaturdinger anguckt. Jetzt. Also wirklich als Not-Not-Option, was man vorher dann halt auch mal ein bisschen geübt haben sollte, mit dem Teil zu arbeiten, finde ich den nach wie vor irgendwie ganz lustig. Wenn ihr das jetzt mal seht, ich habe damit bisher erst einmal ein kleines bisschen hantiert und man kann es jetzt, glaube ich, so ganz gut erkennen, da ist jetzt schon ein bisschen Material weg. Also das spielt schon eine Rolle, was das jetzt hier gerade abgetragen hat. Und natürlich wieder nicht an der Spitze, sondern mehr oder weniger mittendrin, weil ich das alles nicht optimal gemacht habe, aber ja, ich denke, das ist doch ein ganz ehrliches Ergebnis zu dem wirklichen praktischen Nutzen von diesem kleinen Spielzeug hier. Aber ja, die Lampe ist cool. Der Fire Steel, er funktioniert, wenn man es kann, wenn man es übt. Ich werde das auch noch mal ein bisschen weiter üben, dass ich das noch etwas besser hinkriege. Und dann ist das Ding ganz lustig. Also nach wie vor finde ich das dann ganz witzig. Jawohl. Vielleicht brauche ich jetzt noch so ein Paracord-Armband mit Säge drin. Ich denke, ja doch, sowas brauche ich wahrscheinlich auch noch. Aber das soll es gewesen sein. Macht's gut. Halt so rum. Bis zum nächsten Mal. Gut, dann versuchen wir das doch einfach spaßeshalber nochmal mit Birkenrinde.
Ich habe halt auch wirklich Schwierigkeiten, das Ding zu handhaben, weil er halt so kurz ist, das mit dem Anfassen gar nicht so einfach. Und wenn man dann noch einfach mal in einem großen Handy so auf ganz kleinen Raum arbeiten, das ist so ein bisschen diffizil, würde ich sagen. Na? Man kann sich dabei auch wunderbar. Das Handgelenk brechen, gefühlt. Na toll. Jetzt hat's mal gefunkt, aber leider brennt's nicht. Wäre jetzt das, was gerade geglüht hat, auch in der Birkenrinde gelandet. Aber das kann man sich auch schön herrichten und so weiter und so fort, wenn man dann da 7000 Mal dran rumstriken muss an dem Gerät hier, ist das dann auch irgendwann nicht mehr so einfach. Ja, und wieder daneben. Also wie gesagt, mit dem Ding habe ich so meine Schwierigkeiten. Wer da geschickter ist als ich, hat vielleicht weniger Schwierigkeiten. Aber so ganz einfach ist es, glaube ich, in jedem Fall nicht. Und wieder daneben. Also die fallen auch sonst wohin, aber halt nicht in den Sunder. Wäre natürlich einfacher, wenn man mehr Zunder hätte. Ich will aber die ganze Bude nicht abfackeln. Bin gleich wieder da. Dumm, die dumm, die dumm. Ja, so funktioniert das dann mit einem richtigen Fire Stick. Also nur, damit ich jetzt nicht als Volldepp dastehe, sondern um klarzustellen, das ist mit dem Teil schon etwas diffizil. Und um zu demonstrieren, dass das jetzt gerade kein Zufall war. Also wie gesagt, richtiger Fire Steel, dann klappt das auch erheblich besser. Dieses Ding, das geht zwar gerade noch so, wenn man wirklich einen optimalen Zunder und viel Geduld hat. Spaßeshalber hier nochmal ein anderer Fire Steel, der auch eben auf diesen. Das hier ist ja das Modell, macht bloß Funken, man kriegt da kein Material abgekratzt. Dieser hier, bei dem kann man sehr wohl noch Material abkratzen. Jetzt habe ich kein brennbares Zeugs mehr. Versuchen wir spaßeshalber mit dem hier nochmal, einfach so als Vergleichsmöglichkeit, weil der ist halt eher ein ähnliches Modell als der hier, den kleinen Mini-Dingerich von dem Survival-Armband-Gedönse. Ja, aber mit dem geht es halt auch nochmal erheblich einfacher als mit dem da, weil er halt so doch arg kurz ist. Andererseits muss man halt schon sagen, für so ein kleines Notlösungsdingens ist er dann doch vergleichsweise groß. Also da habe ich schon viel kürzere Dinger gesehen. Ja.